Ja, hi, mein Name ist Saad Chamo. Ihr seid wieder auf dem YouTube-Channel der A&M. Ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr ja, euren Content verbessern könnt und somit so euer Social Media Marketing verbessern könnt. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist Social Media? Das ist eigentlich ziemlich klar. Eure Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Und ja, man merkt es im Laufe der Zeit, was früher nicht so relevant war, ist jetzt ziemlich wichtig geworden. Ich muss meine Social Media Plattform mit Inhalt füllen, ja. Und auch wenn ich dann damit Anzeigen schalte, also damit versuche, neue Kunden oder Mitarbeiter zu gewinnen, wird der Inhalt immer wichtiger, ja. Man muss sich mittlerweile Gedanken machen, was poste ich oder was nehme ich überhaupt auf dafür? Und hier erfährst du jetzt einen der wichtigsten Tipps. Was die meisten falsch verstehen: Es muss nicht immer sehr, sehr, sehr professionell sein. Ja? Es muss nicht das teuerste Fotoshooting sein, das es gibt. Und hier ist, glaube ich, ein Punkt, wo viele Unternehmer so eine kleine Hürde haben, weil sie dann sehen, ja okay, ich brauche jetzt neuen Content, ich muss neue Bilder, Videos etc. aufnehmen und sehen das vielleicht auch erstmal mit einem hohen Kostenfaktor verbunden, weil dann ein Professioneller zum Fotoshooting kommen muss. Ich muss alle meine Mitarbeiter zusammen trommeln, die können in dieser Zeit nicht arbeiten. Und klar ist das nicht schlecht, nein, das ist auf keinen Fall schlecht. Aber lass uns doch mal etwas leichter anfangen und auch vielleicht die Barriere für den Unternehmer, aber auch für die Mitarbeiter ein bisschen leichter zu machen. Erstmal solltest du ehrlich zu deinen Mitarbeitern sein. Warum machst du das Ganze? Was hast du damit vor? Was ist das Ziel? Warum wollen wir Bilder von unserer Dienstleistung oder auch unseren Mitarbeitern aufnehmen? Warum bringt uns das weiter? Im Personalbereich ist das ziemlich einfach. Wenn du neue Mitarbeiter suchst, willst du ja dein Unternehmen ja so echt wie möglich nach außen transportieren. Und es ist statistisch bewiesen, und das können wir auch mit über 1000 Kampagnen belegen, dass authentische Bilder besser funktionieren als gekaufte Bilder. Gekaufte Bilder sind lizenzierte Bilder, die zum Beispiel irgendwo auf einer Plattform sind, wo ja auch rein theoretisch jedes andere Unternehmen diese Bilder kaufen kann. Ja? Ich habe jetzt nebenbei auch den zweiten Punkt gesagt. Du hast ein Alleinstellungsmerkmal. Es sind deine Bilder, keiner darf sie nutzen. Es sind deine Mitarbeiter. Und wenn du denen den Mehrwert erzählst, hey, ich möchte gerne dein Bild nutzen, um neue Mitarbeiter zu finden, damit du es nicht mehr so viel zu tun hast, dann verstehen die das auch. Und genauso ist das natürlich auch bei euren Kunden, bei eurer Dienstleistung. Wenn ihr die Arbeit eh erfüllt, dass ihr wirklich nochmal aktiv auf den Kunden zugeht und dann den Kunden nochmal fragt, seid ihr zufrieden mit der Arbeit gewesen? War alles in Ordnung? Wir hätten noch eine Bitte. Können wir vielleicht von unserer Dienstleistung ein Foto machen, von dem fertigen Terrassendach oder? Und dürfen wir das für Marketingzwecke nutzen? In 9 von 10 Fällen sagt der Kunde, ja, ist in Ordnung. Ja, also wir empfehlen das wirklich fast jedem unserer Kunden, und die haben erstmal vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten, den Kunden erstmal zu fragen, aber letztendlich ist es ein sehr, sehr einfaches und sehr, sehr günstiges Werkzeug. Ja, das Thema Werkzeug, der krönende Abschluss. Heutzutage hat fast jedes Handy, das in den letzten 5, 6 Jahren erstellt wurde, natürlich eine gute Kamera. Es muss jetzt nicht die schärfste Qualität sein, aber es reicht absolut. Wir haben viele erfolgreiche Kampagnen, die erfolgreich laufen auf Facebook und Instagram und TikTok, wo nur Handybilder genutzt werden. Ja? Und dasselbe gilt natürlich auch vorne für die Mitarbeiter. Ja? Das heißt, es reicht, wenn ihr erstmal Handyfotos macht. Und allein schon dadurch, wenn ihr vielleicht die Monteure fragt, hey, nehmt euch mal auf bei der Arbeit oder macht mal Bilder davon, wenn ihr das Terrassendach abgeschlossen habt, ja. Und schon habt ihr massiven Content und massive Inhalt für Social Media, für die Webseite sogar auch, für alles Mögliche. Und das wird ein massiver Impact für euer Unternehmen darstellen. Wenn für dich diese Barriere immer noch ein bisschen schwer ist, den Kunden zu fragen oder wie du das ganze Thema vielleicht angehen solltest, ja, Content zu kreieren, dann komm gerne mal auf uns zu. Wir haben da ein paar Tipps. Wir machen das schon erfolgreich mit vielen unserer Partnern. Und an dieser Stelle sage ich, bis zum nächsten Video.